Guten Tag, Freunde der Steampunk- und Mittelaltermessen. Ich möchte euch heute mal etwas präsentieren, was ich mir von so einer Messe geholt habe. Und zwar sind da halt auch ein paar Messer dabei und ich würde sagen, wir fangen mit dem nicht ganz so wertvollen an und arbeiten uns dann zu meinem persönlichen Highlight hoch. Und ja, dann fangen wir jetzt halt einfach mal an. Das hier ist jetzt das, was halt nicht so besonders ist. Das ist ein normales Messer, was man sich auch im Internet kaufen kann. Das ist jetzt hier von der Firma Herberts. Hier, T-Jewel Herberts. Asisi 420, Nummer 204911. Das ist also die Messerbezeichnung hier. Und die Griffschalen hier bestehen aus G10. Dann haben wir hier auf der anderen Seite noch einen Pocket Clip. Und wir haben hier einen Frame Lock Folder für das Messer. Was aber ein bisschen problematisch ist. Manchmal rutscht der hier so weit durch, dass der dann halt festhängt und das ist dann so ein Sticky Lock. Also das heißt, man kommt da nicht mehr ganz so gut zu. Ich hatte jetzt aber ein bisschen die Chance verringert, dass sowas passiert, indem ich die Schrauben ein bisschen gelöst habe und ein bisschen und das Messer, wie ich es eigentlich sonst auch immer mache, geölt habe. Ja. Und wir können ja auch mal kurz gucken, ob es auch scharf ist. Okay, und zum Schärfetesten nehme ich mal keinen kleinen Postzettel, sondern so ein normales Blatt Papier. Und es ist scharf. Spitz ist es auch. Ein bisschen. Ja. Vielleicht ist das Papier aber auch ein bisschen unvorteilhaft, weil es halt so groß ist. Okay, hier hat es jetzt ein bisschen gerissen, aber im Grunde ist es scharf. Was mir außerdem sehr schön an diesem Messer hier gefällt, sind diese Rillen, die hier drinne sind. Das ist wirklich auch eine schöne Sache, die man hier verwurstelt hat. Der Pocket Clip ist auch gut gestrafft und ja, wir haben uns jetzt eigentlich schon zu lange an diesem Messer hier aufgehalten. Wir kommen einfach mal zum nächsten. Und das nächste ist dieser kleine Katapult hier. Ja, so sieht er. Ja, und so sieht er aus. Die Räder sind aus Plastik, was ich jetzt nicht ganz so schön finde. Die hätten ruhig aus Holz oder Metall sein können, wie der Rest. Hier unten haben wir dann noch einen Spitzer, wo man dann halt auch seine Stifte spitzen kann. Wer hätte es gedacht? Und hier ist der Mechanismus. Das Teil wird durch eine Feder nach vorne geschleudert. Und wir können auch mal gleich gucken, wie weit der schleudert. Dafür habe ich nämlich schon mal was vorbereitet. Und zwar kleine Papierkügelchen. Und wir verschießen die vier jetzt einfach mal und gucken danach, wo sie gelandet sind. Ich würde sagen, ich stelle den hier ein bisschen seitlich hin. Das Teil hat jetzt gerade mal 6 € gekostet. Also finde ich ein fairer Preis. Und dann verschießen wir die einfach mal so. So, gucken wir jetzt mal, wo die Kugeln gelandet sind. Hier ist eine und die anderen beiden. Anderen drei sind hier gelandet, also die sind hier am Bett abgeprallt und dann einfach auf dem Boden liegen geblieben. Die werde ich jetzt gleich wegräumen, aber ich fülle mir jetzt noch schnell zu Ende. Dann Platz 2 ist das hier. Das hier ist jetzt ein original handgeschmiedetes Messer mit einer Lederscheide. Mit einer echt Lederscheide und man kann, ich rieche mal kurz dran. Ja, man riecht auch, dass es echt Leder ist. Und hier ist auch ein schöner Aufdruck drauf mit so einem Wolfskopf und hier unten, okay, ich glaube, das ist nur eine Delle. Dann haben wir hier oben noch eine Gürtelschnalle, die hier festgenietet ist und ja, hier drin sieht man nichts, ist halt einfach schwarz. Dann kommen wir hier zum Messer. Das hier hat eine sehr kurze Klinge, hat dafür aber einen sehr langen Ledergriff. Und hat hier oben einen Wolfskopf, der auch handgemacht ist. Finde ich sehr cool. Also Schmiedkunst ist wirklich eine feine Sache. Und sowas hinzubekommen, da gehört auch wirklich Talent. Dazu gehört auch wirklich Talent. Ja, okay, das Messer ist spitz und scharf, so wie es aussieht. Und wir machen einfach mal noch einen Schärfetest hier. Da nehme ich wieder ein geliebtes Blatt dazu. Okay, also es geht bis zu einer bestimmten Stelle schon mal. Ja, also es überzeugt mich jetzt nicht ganz so von der Schärfe, aber man kann damit auch
ein bisschen arbeiten. Und darauf kommt es doch eigentlich bei einem Messer an. Und wenn, dann kann man es ja auch ganz einfach nachschärfen. Man braucht halt nur einen Schleifstein und... Ja. Okay, also von der Schärfe ist es jetzt nicht überzeugend, aber... Ich glaube, das würde ich mir dann eher in die Vitrine stellen, statt damit zu arbeiten. Weil es hat schon ein bisschen gekostet. Das Messer hat mit der Lederscheide ungefähr 45 Euro gekostet. Und das ist schon ordentlich für so ein Messer. Okay, es ist auch handgemacht alles. Und von daher ist der Preis, würde ich sagen, gerechtfertigt. Auch wenn es jetzt nicht wirklich scharf ist. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem Highlight. Und das ist mal kein Messer. Das hier ist nämlich diese Steampunk-Brille, die ich bekommen habe. Beziehungsweise mir für 50 Euro gekauft habe. Die hier ist jetzt nicht zum Tragen, man kann dadurch jetzt auch nicht wirklich was sehen. Die hier ist eigentlich dafür da, dass man die sich halt auf den Zylinder schneidet, den man halt meistens auf hat. Das ist so eine Tradition, so eine Brille zu besitzen. Und deswegen schließe ich mich dieser Tradition an und habe mir jetzt auch so eine Brille geholt. Und jede einzelne Brille hier ist individuell, das heißt, die hier gibt es kein zweites Mal. Und ja, ich finde das halt einfach eine schöne Sache mit diesen Zahnrädern vor allem. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist halt auch so der Grund, warum ich mir die geholt habe. Die andere Seite, das ist jetzt halt nur ein rotes Plastik. Ist jetzt, naja, okay, es ist, also man kann dann halt da ein bisschen noch durchsehen. Und das ist halt eigentlich so eine Fliegerbrille, die man halt so ein bisschen mit Schrauben bestückt hat und mit Zahnrädern. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr coole Idee und ich bin froh, sowas in meiner Sammlung zu haben. Ja, und das ist eigentlich jetzt auch schon alles zu dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.